Hier zeigen wir dir, wie du beim Samsung Galaxy A50 den Akku tauscht. Mit einem Föhn, der sich bis 60 Grad erhitzen lässt, erwärmst du vorsichtig das Backcover. Du legst den Präzisionssaugnapf an und verwendest flache Hilfsmittel, um an den Seitenrändern entlang zu fahren. Wie du siehst, ist das Backcover sehr flexibel. Nun werden 13 Kreuzschrauben entfernt. Jetzt entfernst du den SIM-Schlitten. Mit einem Plektrum fährst du nun vorsichtig am Mittelrahmen entlang. Jetzt entfernst du zuerst die Akku-Flex-Verbindung. Daraufhin werden 4 weitere Flex-Kontakte gelockert. Nun erwärmst du den Akku vorsichtig und löst ihn. Jetzt entfernst du die Klebereste. Schließlich positionierst du die passende Klebefolie oder doppelseitige Klebestreifen. Du legst den neuen Akku ein und drückst die Flexverbindungen fest. Achte darauf, die Akku-Flexverbindung als letztes anzuschließen. Du legst den Mittelrahmen auf und drückst ihn fest. Die 13 Kreuzschrauben werden wieder eingeschraubt. Für das Backcover verwendest du entweder Flüssigkleber oder die passende Klebefolie. Wenn dir unser Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal. Ersatzteile und Reparateure findest du auf kaputt.de.